Die neue Air France Business Class mit der Swiss nach Mallorca ist natürlich jetzt nichts Unangenehmes, sondern mit der 777 sogar sehr angenehm. Und natürlich, Boeing braucht dringend die Lufthansa-Order. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle natürlich, lasst uns ein Abonnierbefehl da. Das heißt also, abonniert den Kanal, macht die Glocke an. Den Befehl gebe ich ja normalerweise. Also insofern braucht ihr den Befehl gar nicht da lassen. Ihr müsst einfach nur abonnieren und die Glocke anmachen. Unten kommentieren und ein Like da lassen. Das erste Thema, was wir haben. Und zwar, ganz, ganz neu, ganz, ganz wichtig. Die Europäische Union sagt, hey, die Maskenpflicht ist etwas von gestern, zumindest wenn man nächste Woche soweit ist, weil man nächste Woche dieses ganze Patchwork, was man in Europa hat, auf gewissen Flügen darfst du die Maske tragen, eigentlich auf allen, aber auf gewissen Flügen musst du sie tragen. Und das ist halt sehr, sehr verwirrend. Und Swiss zum Beispiel macht keine, dann die Finnair macht keine Maskenpflicht mehr. Aber ich gehe gleich da auf die Fluggesellschaften ein. Die USA haben ja auch vor 3 Wochen, als ich in den USA war, entschieden in Florida im Gericht, nee, Maskenpflicht machen wir auch nicht mehr. Also insofern sehr, sehr gut. Und jetzt sagt man, von nächster Woche an werden diese Gesichtsmasken nicht mehr verpflichtend sein in allen Flugreiseklassen. Oder in allen Fällen, um genau zu sein. Und das ist halt einfach so, weil man feststellt, dass viele Länder halt einfach diese Masken nicht mehr vorschreiben. Und damit ist das Ding ja dann auch gegessen. Wobei ich gar nicht weiß, wieso die EU da irgendwie was erlassen kann, wenn einige Länder schon sagen, wir machen es nicht. Aber genauso wie die einigen Länder gesagt haben, EU sagt, wir machen Maskenpflicht und die Länder sagen nein, genauso können Länder natürlich die Maskenpflicht weiterhin vorschreiben. Für Passagiere, aber auch für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter ist das halt ein wirklich großer Schritt in Richtung Normalität. Warum? Ganz einfach. Es gab so viel Stress wegen dieser dusseligen Maske, der eskaliert ist und keinen Sinn gemacht hat. Im Prinzip, natürlich, man kann jetzt natürlich sagen, es sind alles Schafe, die Maske getragen haben. Alle Leute, die Maske nicht getragen haben, sind Rebellen. Yeah, fight against the Management, hätte ich fast gesagt, against the government. Aber ich glaube einfach, ich habe die Maske einfach auch getragen, habe mir meine Freiräume gesucht, wo es keinem wehgetan hat. Insofern, wenn es jetzt abgeschafft ist, ist es ja auch super. Man muss jetzt einfach mal nur gucken, warum das so lange gedauert hat. Aber in der EU sind halt Länder wie Irland, Kroatien, Dänemark, Ungarn, Finnland, Polen und auch Schweden, die halt einfach gesagt haben, wir machen es einfach nicht mehr. Und damit hat man ja auch gezeigt, dass da natürlich nicht mehr Infektionen waren. England, Schweiz und Norwegen haben das ja auch gemacht, die außerhalb der EU sind. Man hat in den USA ja auch angebracht das Beispiel von EasyJet, dass EasyJet zum Beispiel, nachdem die Maskenpflicht gefallen ist, so viel Personal hatte, was krank war. War ja Quatsch, weil das hatten ja auch andere Fluggesellschaften und da war es halt einfach nur bei EasyJet ein dummer Zufall. Aber was denkt ihr dazu? Ist das jetzt etwas, wo ihr sagt, hey, Gott sei Dank ist die Maske weg? Oder wie sieht das aus? Hat das ECDC, also das European Center Disease, was kann ich, European... Irgendwas, ECDC, also auf jeden Fall die für Disease Control zuständig sind. Sind die da jetzt richtig? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, das hätten die früher machen müssen, später machen müssen? Oder einfach kommentieren, bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Und ich höre auch schon das Aufatmen von vielen, die gesagt haben, solange die Maske ist, ich flieg nicht. Also insofern, kommentiert unten. Zugfahren, auch mit Maske, ne? Also ich weiß ja nicht, ob da die Maskenpflicht auch... Haben wir in Deutschland Maskenpflicht? Kommentiert, helft mir da auf die Sprünge. Auf jeden Fall gibt es jetzt mit der Swiss eine Fluggesellschaft, die auch eine Zugverbindung aus Deutschland anbietet. Ja, ganz genau. Vom Münchner Flughafen nach Zürich per Zug. Und zwar geht es da los am Hauptbahnhof und mit den Schweizerischen Bundesbahnen, der SBB, wie das so schön heißt, und der Swiss auf die Schiene. Unter anderem heißt das Ganze Swiss Air Rail, der Name kommt euch ja mit Lufthansa Air Rail relativ bekannt vor. Ab Juli 2022 gibt es die gemeinsame internationale Verbindung. Ja, ganz genau. Und jetzt sagt ihr, von München nach Zürich mit dem Zug, ich kann darauf fliegen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Der Zug hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann ihn
Zug schon zum Beispiel im österreichischen Bregenz aus und zusteigen, einsteigen, umsteigen, wenn das auf der Strecke liegt. Dann das Bahnticket ist natürlich im Flugpreis im Griff. Wir kennen das ja auch Deutschland. Und wie bei allen ERL-Strecken bietet die Swiss im Zug natürlich auch eine Sitzplatzreservierung an. Und ganz, ganz wichtig für die, die sagen, wenn der Zug Verspätung hat oder so, Anschlussgarantie, das ist das Stichwort, die gibt es natürlich auch. Zugang zur Lounge der Deutschen Bahn, ja. Man sammelt auch Miles and More Meilen, ja. Sogar Prämien und Statusmeilen. Die Anzahl richtet sich natürlich nach dem Anschlusszug und der Flugklasse. Gäste der First Class und Business Class reisen in der ersten Klasse. Sowie erhalten sie ebenso so wie Hon und Senator Statuskunden am Hauptbahnhof München Zugang zur Lounge der Deutschen Bahn. Ja, ganz genau. Ihr kommt, wenn ihr den Zug benutzt, mit der Hon- und Senator-Karte oder mit der First- oder Business-Class-Ticketierung in die Lounge. Damit hat man natürlich die schrittweise eingeführten Flugzeugverbindungen, die man ja auch mit Bahn erreichen kann, Basel, Lugano, Genf zum Flughafen Zürich, erweitert. Und man will es ja auch in der Schweiz ausbauen. Das heißt also, es werden mehr Zwischenstopps geben, was natürlich die Strecke dann verlangsamt. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber wer ein Bahnspezialist ist, kommentiert unten. Es wird auf der Strecke von und nach Genf Aus- und Einstiegsmöglichkeiten geben in Bern, in Freiburg, in Lausanne und natürlich ganz, ganz wichtig, von Lugano wird man auch neu auch in Bellinzona ein- und aussteigen können. Keine Ahnung, Bellinzona, muss ich mir angucken, wo das liegt. Ja, auf jeden Fall, was für viele Leute natürlich bei diesem Bahnticket ein Riesenproblem ist, ist das Thema von Gepäck. Ja, natürlich, auch heute wieder in dem Kommentarspalte gelesen, dass wie jemand gesagt hat, ja, mit der Bahn fahre ich nicht oder mit der S-Bahn, weil ganz einfach die Bahn keine Gepäckwagen hat und so weiter. Aber es soll einen verbesserten Gepäckabhol- und Lieferdienst geben dazu. Wie das aussieht, weiß ich nicht, aber das klingt ja erstmal schon mal vielversprechend. In Österreich haben wir das ja auch schon, dass man da das Gepäck abgeben kann und da schon gelabelt wird. Eine Meldung der Swiss ist auch nicht schlecht, und zwar mit der 777-300 nach Mallorca. Lufthansa fliegt ja mit der 747-8 ab und zu mit der 350er. Und warum dann auch nicht mit der Swiss? Man hat jetzt sich dazu durchgerungen, auf die Mittelmeerinsel zu fliegen. Und zwar im Sommer bis zu 6 Flüge pro Tag zwischen Zürich und Palma. Allerdings natürlich nicht mit den 320ern fliegen kann oder 321er, weil da einfach die Kapazität nicht da ist. Deshalb schickt man die 777-300, weil wirklich die Nachfrage da ist. Aber man will halt über 2 Monate immer wieder samstags nach Mallorca fliegen mit der 777. Ist das jetzt eine Werbungsmaßnahme? Ich weiß es nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber ich finde es einen schönen Zug. Und es gibt natürlich auch eine Geschichte, die natürlich auch relativ gut ist. Das Besondere an dem Business-Class-Ticket werden die Flüge in der Swiss Boeing sein. Warum? Ganz einfach, weil man ja hier auf dem altbekannten Langstreckenprodukt fliegt. Ihr kennt den Thron, ihr kennt das Stübli, also ein vollständig flaches Bett. Und der Flug, der am 2. Juni startet bis zum 27. August, ist die LX2148 von Zürich, verlässt Zürich um 11.10 Uhr, kommt um 13.10 Uhr an, also 2 Stunden Flugzeit. Und mit der LX2149 geht es zurück um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr ist man wieder in Zürich. Ihr könnt das natürlich online buchen bei der Swiss auf swiss.com. Und wer, jetzt kommt es, wer eine Hon-Circle-Karte oder eine Senator-Karte hat, kann mit einem Business-Class-Ticket auch First-Class-Sitze in den ersten beiden Reihen reservieren. Ihr bekommt natürlich nicht den First-Class-Service, also es wird da jetzt nicht groß Shishi gemacht und so weiter, sondern es gibt ganz einfach da logischerweise den Business-Class-Service. Aber man kommt auch nicht in den First-Class-Lounge, weil du kommst ja als Hon sowieso, also in die Hon-Lounge. Also insofern ist das kein Problem. Man muss natürlich sagen, dass das etwas anders ist als bei der Lufthansa. Da wurde ja Geld extra verlangt, 130 Euro, glaube ich, waren das. Aber bei der Swiss ist der Statuskunde noch etwas wert. Und damit natürlich die Sitzplätze, das sind 8 Stück, relativ schnell vergriffen. Schaut es euch an und vergesst nicht zu buchen. Ich weiß, viele von euch würden lieber mit dem Lufthansa A380er nach Mallorca fliegen, aber der ist halt anscheinend doch Geschichte, wenn man Carsten Spohr glauben kann.
klitzekleines Funken Hoffnung. Aber es gibt bei Anna All Nippon Airways die 380er wieder. Die Schildkröte fliegt wieder, um es mal provokativ zu sagen. Die Flieger sind ja relativ bunt bemalt und sie waren ja zum Nichtstun in der Wüste abgestellt. Aber das hat ein Ende, weil sie wieder zurückgeholt worden sind. Und sie sollen halt wirklich die Japaner, die auch Japan wieder bald verlassen dürfen. Also es soll bald möglich sein, wieder in Japan Urlaub zu machen und umgekehrt natürlich auch, dass die Flying Honu, und ihr merkt am Namen, dass das sehr hawaiianisch ist, natürlich von Tokio aus nach Hawaii bringen soll. Und damit hat man natürlich auch die Schildkrötenlackierung in Blau, in Türkis, in Orange mit den hawaiianischen Taufnamen in Verbindung gebracht. Ich selber finde Orange unheimlich hübsch. Das ist so meine Favorite-Farbe. Aber ihr könnt ja unten schreiben, welche Flying Honu ihr toll findet von der Farbe her. Die fliegen schon auf der Rennstrecke seit 2019, aber da die Pandemie relativ schnell kam, haben die Flugzeuge sich ja mehr in der Wüste vergnügt, als geflogen zu sein. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal so, im vergangenen Oktober kam das Trio dann als Trio und jetzt gucken wir mal, wie das passiert. Es gab halt diese Flüge nach nirgendwo und so weiter. Ihr erinnert euch, dass man da zum Beispiel zweimal pro Woche zum Beispiel irgendwie in der Luft fliegen konnte und so weiter. Aber nun, jetzt soll es wirklich wieder nach Honolulu gehen. Ich persönlich finde das toll. Und wer von euch ist denn schon mit der Anna 380er, mit der Flying Honu geflogen? Wer möchte das einfach machen? Kommentiert unten. Ganz, ganz wichtig. Boeing ist unter Beschuss, ganz genau. Aber Boeing braucht auch Lufthansa. Und zwar von Lufthansa die Bestellung. Warum? Ganz einfach. Weil nachdem ja die irische Leasinggesellschaft, ist ja keine Fluggesellschaft, sich bei der Boeing beschwert hat, dass die alle kopflos wären, ihren Weg verloren haben, kam jetzt der nächste. Man muss halt jetzt einfach gucken. ALC hatte einige Sachen gesagt, aber die Lufthansa hat sich jetzt für die Frachtvariante der 777-8F entschieden und hat diese gewählt anstatt der 350F. Und von der Passagierversion des A350 hat sie 18 350-900 bestellt, davon 12 bereits erhalten und so weiter. Also insofern wird das halt spannend, was da weitergeht. Wenn man sich das jetzt weiter anguckt mit den Leasingfirmen, die sich da kritisch über die Lufthansa äußern, ist es einfach so, die sind wichtige Kunden, ja, weil die natürlich mehrere hundert Flugzeuge haben und dann natürlich an Fluggesellschaften weitergeben. Und wenn man den Avalon-Chef Slattery hört, der sagt natürlich, Boeing verbrennt Geld. Und Lufthansa hat natürlich da jetzt zugeschlagen und Carsten Spohr hat natürlich gesagt, wir lassen uns unsere, nicht Gutmütigkeit, sondern unsere Geduld natürlich bezahlen. Und deshalb ist der Auftrag, den die Lufthansa gemacht hat, er hat kein offizielles Preisschild, das muss man natürlich sagen. Aber ich kann das Zitat mal bringen. Gehen Sie davon aus, dass wir uns unsere Geduld bezahlen lassen. So ist es ganz richtig, wie Carsten Spohr das gesagt hat. Und man muss halt einfach mal gucken, dass solche Verzögerungen natürlich Geld bringen für die Lufthansa. Und warum? Ganz einfach, weil die Lufthansa Geld spart. Und auch wenn man sich das einfach anguckt, als 2019 zum Beispiel der IAG-Chef Willy Walsh, der ja jetzt der IATA vorsteht, bei der Paris Air Show eine Absichtserklärung von 200 Boeing 737 MAX unterzeichnete, war das so ein Moment. Das war ein Vertrauensbeweis für Boeing, weil man hatte ja die MAX-Krise auf und natürlich hat British Airways einen guten Preis bekommen. Eine Absichtserklärung ist aber immer noch nichts, was in Umsatz für Boeing mündet. Warum? Ganz einfach, eine Absicht heißt, also ich habe die Absicht, das und das zu tun, also es muss es nicht tun. Aber es ist halt zumindest so ein Lippenbekenntnis, nennen wir es einfach mal. Und der Avalon-Chef hat halt die Boeing-Leute halt wirklich in Frage gestellt, dass man halt bei der Kultur der Mitarbeiter ein Riesenproblem hat. Man hat riesig das Thema, dass man sich neu definieren muss in ihren Augen und vor allem auch eine neue Führung. Das war das, was die gesagt haben. Und wenn man sich das nochmal anguckt, dass 500 Flugzeuge einfach von dieser schlechten Unternehmenskultur betroffen sind bei Boeing. Ja, ganz genau. Und
wirklich nur wenige Stunden vor der Lufthansa-Bestellung gab es einen zweiten Chef von einer Leasingfirma, der bei Boeing gesagt hat, ihr habt da einen an der Marmel, um es mal provokativ zu formulieren. Und Steve Utwa-Hazy, Co-Chef von Air Lease Corporation LAC, sagte laut Reuters, und zwar ganz genau über die 777X, die Entscheidung, ob das Programm fortgesetzt wird oder nicht, wird wahrscheinlich ohnehin nicht von diesem Vorstand getroffen. Und damit wurde halt wirklich auch in Frage gestellt, ob die 777X überhaupt kommt. Wie seht ihr das? Sagt ihr, die 777X kommt vielleicht gar nicht? Also, ich finde das spannend, was da jetzt passiert, dass man jetzt sagt, die Bude kommt nicht 2025. Was würde das für Lufthansa bedeuten? Das wäre ja ein Riesenproblem für die Lufthansa, zumal man ja da jetzt neue bestellt hat. Also, es bleibt spannend. Und das Bashing bei Boeing geht weiter. Mal gucken, wann der Nächste um die Ecke kommt und sagt, Boeing ist doof. Ja, das Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, und das hatte ich ja auch irgendwo am Rande schon erwähnt, das ist halt die neue Business Class der Air France. Und zwar wurde nun die neue Business Class vorgestellt. Und ich habe da eine Sache, die finde ich halt unheimlich spannend. Und zwar ist das diese, und die suche ich gerade, wo das ist. Und zwar sind das diese drei Ls. Ja, Air France sagt in dem eigenen Pamphlet, wo man die neue First Class vorstellt, das ist ein Business Class. Warum? Ganz einfach. First Class, warum ich das verwechsle? Ganz einfach, weil es ein 3F sind mit Full Flat, ganz wichtig. Dann Full Access, also voller Zugang von jedem Sitz zum Gang. Und Full Privacy. Die haben eine Tür. Das ist das, was ich sagte, auch im Rahmen der Business Class mit der Lufthansa. Dass also bei der Lufthansa das so ist, dass man ein Produkt bringt, was alt ist, in Anführungsstrichen, und der Markt ist schon weiter. Also insofern ist das für die Lufthansa doch ein Riesenproblem. Der Sitz ist halt einfach state of the art. Er ist mehr an die Q-Suite angelehnt. Braucht man dann noch eine First Class, weil die Betten sind fast 2 Meter lang. Bei Lufthansa werden sie etwas länger sein, was ich auch nicht uncool finde. Aber wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, dann sind das 48 Sitze in einer 1:1 Konfiguration. 2 Meter Full Flat habe ich ja gesagt, also almost 2 meters. Fast 2 Meter. Mit 2,1 Meter ist natürlich fast 2 Meter immer noch zu kurz. Aber 70 Zentimeter breit. Wer in einem Holiday Inn übernachtet, weiß, dass 80 Zentimeter auch schmal sind. Man hat halt diese Sliding Door, diese Schiebetüre. Und man hat ein Central Panel, das wirklich also runtergemacht werden kann für die Sitze, die in der Mitte sind. Gut, der Franzose weist nochmal darauf hin, dass das Sitze sind, die in Frankreich produziert worden sind. Die sind zusammen mit Safran Seats gemacht. Das ist ja auch irgendwie etwas, wo Airbus da zusammen ist. Und dass man dann auch neue Kits anbietet, wo dann Zahnbürsten und so weiter drin sind. Und die sind dann natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, mit Zahnbürste und so weiter. Also das ist mit so Kornstärke sind die gemacht. Also ist der Umweltschutz auch nochmal groß geschrieben. Ganz, ganz wichtig ist übrigens auch nochmal der Monitor für viele, die sich ja Filme anschauen. Ein 17,3 Zoll 4K-Monitor High Definition sowie ein geräuschabsorbierender Kopfhörer. Man kann natürlich die Kopfhörer benutzen und jetzt kommt mit einer Bluetooth-Schnittstelle. Also nicht mit Kabel rein, sondern mit Bluetooth. Und das finde ich natürlich richtig geil. Wer sagt denn jetzt natürlich, wie das passiert? Und zwar werden die ersten 12 777-300er mit dem Sitzen ausgestattet. 48 davon gibt es, also 48 Sitze. Das hatte ich euch ja schon gesagt, dass das 48 Sitze in der 1:1 Konfiguration sind. Also 4 abreast. Und dann gibt es natürlich eine neue Premium Economy. Und 273 Sitze in der Economy Class. Was soll man noch dazu sagen? Die neue Destination wird natürlich New York sein. Warum? Ganz einfach, weil das eine Strecke ist, auf der Cash Geld verdient wird. Und deshalb gehen die da natürlich hin. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Es gibt neue Gerichte und so weiter und so fort. Aber das Allerwichtigste in meinen Augen ist einfach diese drei Fs. Dass man wirklich diesen Sitz so gemacht hat, dass man wirklich Full Flat hat, dass man Full Privacy hat. Also, dass man wirklich da
das hat, was man auch möchte, also auch Full Access. Und das ist das, was an dem Lufthansa-Sitz fehlt, ja. Kommentiert unten. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Und hoffentlich konnten wir die Lufthansa inspirieren mit den Bildern von der Air France, die sie natürlich aus der Pressemitteilung bei Host wahrscheinlich selber auch bekommen haben. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, abonniert den Kanal, Glocke an, kommentiert und Like da lassen. Also alle vier Sachen euch nochmal gebracht. Haare aus dem Gesicht und dann sind wir auch schon wieder aus der Sendung. Also danke, bis dann, ciao.